Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show von JustGameplay.de. Hier ist wieder Lindaron für euch und ich werde euch heute das Spiel Path of Exile vorstellen. Das ist am 23.10., also diese Woche, in die Release-Phase gegangen nach einer langen Beta-Phase. Und wie ihr bereits sehen könnt, sind wir hier in der Charakterauswahl. Und was ich machen werde, ich werde euch heute ein bisschen das Spiel einführen, ein bisschen was zeigen. Es richtet sich mehr oder weniger an die, die noch keine Ahnung davon haben, was dieses Spiel eigentlich ist. So, was ich zuerst mache, ich stelle auf einen Hardcore-Modus um. Denn so macht das Spiel eigentlich für mich zumindest deutlich mehr Spaß. Ich sterbe zwar hin und wieder mal, aber ja, das Leveln an sich ist schon ganz nett. So, und dann bekommt der Charakter auch einen Namen. Und wir nehmen den Duelisten, glaube ich. Genau. Was I supposed to bear such insults with an action simply because of his high birth? Wunderbar. Wie ihr sehen könnt, das Spiel ist auf Englisch. Es gibt es nicht auf Deutsch, aber für ein, sag ich mal, Diablo-like-Spiel ist das, glaube ich, auch relativ irrelevant, ob das auf Deutsch oder auf Englisch ist. Bisschen Englisch sollte mittlerweile eigentlich ja, glaube ich, jeder können. Und wir starten hier als Exile, als Ausgestoßener an der Küste von Wareclast. So, dann nehmen wir mal direkt unsere erste Waffe mit und bekommen hier einen Quest. Hoppala, ich habe hier noch die Anzeige für Frames, Frametime und Latency offen, die mache ich gleich mal direkt zu. Und ja, wir sind hier Verstoßene und sind auf dieser Insel gelandet. So, wir bekommen auch direkt unseren ersten Skill. Und zwar, jetzt kommen wir gleich mal zu den Besonderheiten dieses Spiels. Wie ihr sehen könnt, wir haben hier das Interface. Oben habe ich die Karte. Die kann man ein- oder ausschalten, wie man gerne möchte. Mit Tabulator standardmäßig kann man die Karte vergrößern und sieht dann, wo man ist, welche Schwierigkeitsgrad man ist. Es gibt derer 3. Der Monster-Level hier in diesem Bereich, wo ich gerade bin. Welche League, also welche Ladder im Endeffekt man gerade spielt. Und was Short Allocation heißt, weiß ich eigentlich gar nicht. Also was es übersetzt heißt, weiß ich schon, aber ich weiß nicht, was es da ist. So, ihr seht schon, hier ist der Chat, da kommt alles mögliche Unsinn. Und Lebenspunkte, Mana-Punkte sind ganz easy und unsere Heiltränke. Erfahrungspunkte-Leiste und unsere Skills. Das Spiel ist wichtig, free-to-play und es ist nicht pay-to-win. Also man kann alles in diesem Spiel erreichen, ohne auch nur jemals einen Cent dafür auszugeben. Ich kann euch mal gerade zeigen, beziehungsweise ich mache erstmal mit dem Charakter weiter. So, was wir sehen können, ich habe hier einen Skill-Gem bekommen. Die sehen so aus, der ist rot, das heißt, der ist stärkebasierend. Und die Skills, die man hat, sind nicht, dass man irgendwelche Skills auf einer Skillbaum erlernt, sondern seine aktiven Skills bekommt man durch Skill-Gems. Die kann man genauso aufleveln, wie den Charakter auch. Und man braucht je nach Farbe immer entsprechend Slots, wo man die rein kann, tun kann, sonst kann man sie nicht benutzen. Ihr seht jetzt hier unten haben wir jetzt Cleave. Das heißt, wir schwingen unsere Waffe in einem weiten Bogen und erwischen damit mehrere Monster. Hoffentlich. So. Was gibt es sonst noch zu sagen? Wir machen uns erstmal ein bisschen hier in das Spiel unterwegs. Es regnet. Gerade auf dieser Karte, das macht aber nichts. Hier sehen wir die ersten Monster, Sandspitters, die schießen halt so ein bisschen Sand durch die Gegend. Und auch hier Ertrunkene. Da haben wir mal den Skill gesehen. So, ich nehme erstmal ein bisschen was mit, was hier so rumliegt. Wundert euch nicht, wie ich hier spiele. Ich weiß schon ein bisschen, was ich hier tue, was geht, was nicht geht. So, da haben wir gesehen, haben beide getroffen. Normalerweise würde ich das Ganze hier noch anders machen, würde ich hier gar nichts killen, sondern einfach mal durchrennen. Durch die Monster, die hier stehen. Und bis zum, wie ihr bald sehen werdet, Endboss dieser Karte. So, eine weitere Neuigkeit oder eine Sache, die ich so noch nicht gesehen habe oder die anders ist, ist, oder sind die Heil- und Mana-Tränke. Und zwar hat man bestimmte Fläschchen. Und diese Fläschchen verbrauchen sich, wenn man halt das trinkt. Ich zeige euch das mal. Ich drücke jetzt mal die 1 und trinke halt das Fläschchen leer. So, was jetzt aber nicht wie bei beispielsweise Diablo ist, dass das Fläschchen dann weg ist. Nein, wir haben das Fläschchen immer noch. Es ist einfach nur leer.
Und wenn ich jetzt hier weiter Monster kille, seht ihr, das Fläschchen füllt sich selber wieder auf. Deswegen sollte man nie damit geizen, in gefährlichen Situationen einfach mal oder auch so zwischendurch ein Fläschchen zu trinken, einen Schluck zu trinken. Und dann, ehe man stirbt, gerade auch im Hardcore-Modus, lieber einmal mehr trinken, denn die Dinger sind nicht alle, die leeren sich nicht auf Dauer, sondern man kann sie wieder einfach, sie füllen sich wieder auf. So, da haben wir den ersten Level. Und bevor ich jetzt auflevel, ich laufe gerade in die falsche Richtung. Bevor ich jetzt auflevel, will ich erst noch in die Stadt gehen, um euch das ein bisschen in Ruhe zu erklären zu können, weil das Aufleveln ist ein bisschen komplizierter in dem Spiel. Da stand ich am Anfang auch da und dachte mir, ja, was vielleicht soll ich jetzt machen? So, wo haben wir ihn denn, den Endgegner? Hier ist er noch nicht. Hier haben wir erstmal noch ein paar von den Ersunkenen und diesen Sandkram hier. Und da haben wir Hillock. Und wir haben direkt den ersten Quest, Kill Hillock. Das werden wir auch machen. Also hoffe ich zumindest. Wir haben zwischendurch ja mal eine Plattenrüstung gefunden, die sollte uns dabei helfen. So, und jetzt fange ich an, einfach schon mal den ersten Heiltrank zu schlucken. Wenn ich hier sterbe, machen wir das lieber so. So, also der erste Boss ist... Den schafft eigentlich jeder Charakter mit dem ersten Skill, ohne irgendwelche zusätzliche Ausrüstung, ohne irgendwelche Mobs. So, und wir haben hier, seht ihr, unseren Skill aufgelevelt. Ich nehme mal alles, was hier liegt, mit, um euch gleich ein bisschen noch was zu zeigen. Und dann kommen wir direkt in die Stadt. Ich werde gleich nicht so viel Gespräche führen oder ähnliche Sachen machen, denn ich möchte euch mehr die Spielprinzipien zeigen, als dass ich hier die Story euch verraten will oder zeigen will. So, was ich sagen wollte, der Skill ist aufgestiegen. Ich zeige euch das nochmal. Wir haben jetzt hier Cleave, ist so ein AOE-Dings, Melee, 70% Base Damage und wenn du willst, den 60% Damage. Und wenn wir jetzt den Skill aufleveln, verändert sich da einfach mal. Wir bekommen 4% Increased Physical Damage dazu. So einfach ist das. So, ein Rusted Spike, eine Rüstung. So, ich nehme mal das hier gerade raus und das kommt hier rein. Wie ihr sehen könnt, haben wir noch allen möglichen anderen Unsinn eingesammelt, wie zum Beispiel einen Zauberstab und hier dieses Mind Circlet, also so ein Kopfreif. Und man muss ähnlich wie bei Diablo 2 Schriftrollen dazu verwenden und kann dann die Items identifizieren. So, das sehen wir auch gleich mal an. 7 Energy Shield heißt, wir bekommen zusätzlich zu unserem Leben noch so ein Energy Shield, was sich dann auch auflädt. So, dann haben wir hier, bekommen wir... Goodbye. Ja, wir sollen ein Medizinkästchen finden. Das ist unsere nächste Aufgabe. Und hier bekommen wir als Belohnung einen Gem wieder dazu. Da haben wir einmal Dual Strike. Damit schlagen wir zwei Monster gleichzeitig. Beziehungsweise schlagen zweimal zu, nicht zwei Monster gleichzeitig. Burning Arrow. Damit können wir wenig anfangen, denn wir benutzen dann keinen Bogen. Und Double Strike, damit, okay. Double Strike, wir schlagen zweimal zu. Und Dual Strike ist, wir schlagen mit zwei Einhandwaffen zu. Ich nehme aber Double Strike aus einem einfachen Grund, weil ich eine Zweihandwaffe nehmen will mit diesem Charakter. Und, jetzt kommen wir zu einer neuen Besonderheit. Wie ihr gesehen habt, es gibt keine Anzeige für Gold oder ähnliches, auch nicht im Inventar. Und das hat einen einfachen Grund, hier auf dieser Insel gibt es keine Währung. Also nicht in dem herkömmlichen Sinne wie Gold, Silber, Kupfer, was auch immer, Dollarnoten, Euronoten, wie auch immer, gibt es nicht, sondern Can I help? Das, was wir hier haben, ist unsere Währung. Kleinen Moment, ich muss gerade mal husten. So, da bin ich wieder. Alles, was wir hier haben, ist unsere Währung. Also, wir könnten jetzt diesen Skill-Gem vertauschen oder, also es ist so ein Tauschsystem. Was aber allerdings geht, ist, wir können Items einfach mal hier reintun, in den Offer. Und wir bekommen von ihr dann ein Scroll-Fragment. Scroll-Fragment ist die billigste Währung überhaupt. Und zwar, wenn man 5 davon hat, bekommt man eine Weisheitsschriftrolle. Werde ich gleich mal den Kram hier verkaufen, den ich nicht brauche.
Was wir allerdings machen, wenn wir magische Waffen verkaufen, ist, wir bekommen Alteration Shards. Was man damit machen kann, werde ich euch später noch zeigen, hoffe ich zumindest. Auf jeden Fall ist das eine deutlich höherwertige Währung, weil wir haben nicht nur einfach einen weißen Gegenstand verkauft, sondern einen magischen. So. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir bei der Händlerin hier, gibt es verschiedene Sachen. Das ist die Magiehändlerin. Ringe, Amulette, das ist auch ein Amulett und Gürtel. Was es hier noch gibt, es gibt eine Portal Scroll, also Schriftrolle des Town Portals. Und die kann man für 3 von diesen Scrolls aus Wisdom kaufen. Also wir haben ganz unten die Scroll-Fragmente, danach die Weisheitsschriftrollen, dann das Townportal und dann geht es weiter. Genau. Mal gucken, wie rum Transmutation. Als nächstes kommt der Orb of Transmutation. Und zwar, der macht einfach, das ist zwar Währung, aber die Sachen haben natürlich immer alle eine Funktion. Und mit diesem Orb of Transmutation kann man aus einem ganz normalen weißen Item, wie wir hier beispielsweise unsere Rüstung oder das Schwert haben, ein magisches Item machen. Das heißt, wenn ihr einfach was Weißes findet, einfach mal diesen Orb anwenden und zack, haben wir ein magisches Item, was natürlich dann deutlich besser ist. Dann das nächste ist Orb of Augmentation. Da kann man einem magischen Item noch eine weitere Eigenschaft hinzufügen. Und dann der Orb of Alteration. Da bekommt ein magisches Item einfach neue magische Eigenschaften. Also so ein Würfelsystem, wenn einem die alten nicht passen. Ja, es ist relativ kompliziert, oder klingt zumindest erstmal kompliziert. Aber es ist, wenn man einfach mal weiß, wie die Reihenfolge irgendwann ist, dann ist alles, glaube ich, nicht mehr so schwierig, das zu verstehen, wie das funktioniert. Es ist halt einfach ein Tauschsystem. Es ist, man kann das als Münzen sehen, die auch noch irgendwie eine Funktion haben. Es gibt noch deutlich mehr. Aber das soll erstmal dahingestellt sein. So, das hier ist der Quest Complete. Und wir sollen die Medizinkiste finden. Hier sehen wir die Karte von Werklast. Zumindest vom ersten Akt. So, jetzt nicht wundern. Und zwar, das ist Stash, ist die Kiste. Da ist schon ordentlich Kram drin, den ich halt mit anderen Charakteren mal gesammelt habe. Hier seht ihr auch deutlich mehr Skill-Gems, die ich einfach noch habe. Blau ist für magiebegabte Charaktere und für Grün ist für Dexterity, also Geschicklichkeit. So. Den nehmen wir gleich mal mit rein. Gut, zum Beispiel Double Strike. Habe ich hier schon mal einmal gehabt. Da nochmal gehabt. Und hier haben wir Cleave. Wo habe ich den hin? Den habe ich hier schon und so weiter und so fort. Dann Molten Shell und was auch immer. Es gibt halt eine ganze Menge von den Fertig-Skills, von den aktiven Skills. So, hier habe ich einfach noch weitere Krempel, wie zum Beispiel Waffen für mich, für diesen Charakter, die ich schon mal gesammelt habe. Das nun gerade nicht. Und hier seht ihr nochmal Währungen. Zum Beispiel Gemcutter's Prism. Damit kann man die Qualität, also ach so, ja genau, man kann auch die Qualität von Gegenständen verbessern. Der gehört eigentlich hier rüber. Und zwar gibt es einmal den Blacksmith Redstone, keine Ahnung. Damit kann man die Qualität von Waffen verbessern, das heißt dann mehr Schaden und so weiter und so fort. Rüstung, das gleiche Spiel. Und mit dem Gemcutter's Prism kann man die Qualität von diesen Skill-Gems verbessern, die dann dadurch besser werden. Was wir hier noch haben, ist zum Beispiel ein Jeweler's Orb. Damit kann man die Slots, wo die Gems reinkommen, an den Waffen verändern, also die Anzahl. Dann mit dem Orb of Fusing kann man die Verbindungen hier verändern. Und mit dem Chromatic Orb kann man einfach die Farben verändern, wenn einem die Farben nicht passen. Das wird später mal relevant, am Anfang ist das noch relativ egal. Und der Chaos Orb, das ist meine bisher beste Währung, die ich habe. Das macht aus einem Rare Item also neue Eigenschaften drauf. Hoppala, ein Disconnect. Dann wollen wir uns mal gleich wieder einloggen. Habe ich da irgendwas nicht gesehen oder nicht bekommen? Ich weiß es nicht. So. Auf einmal, es war ein genereller Disconnect oder irgendwie so ähnlich. Sowas wollte ich erzählen, genau. Meine wertvollste Werbung. Was noch ganz interessant ist, ist das hier. Orb of Chance. Damit kann man unter anderem aus einem normalen Item ein magisches machen, aber allerdings auch ein Rare-Item oder, wenn man ganz, ganz, ganz viel Glück hat, ein Unique-Item. Also wenn ich jetzt beispielsweise das Ding nehmen würde und klicke hier einfach mal drauf, könnte es durchaus passieren, wenn es zu diesem Item ein Unique-Item geben würde, dass ich das bekomme.
So, jetzt kommt die noch etwas unübersichtliche Kiste. Hier habe ich Ringe und Flas gesammelt. Davon nehmen wir mal gleich uns wieder hier noch einen mit, damit wir ein bisschen besser ausgerüstet sind. Wie ihr sehen könnt, in der Stadt füllen sich die Fläschchen gleich wieder direkt auf. Und ich habe hier diese Eisenringe, Iron Rings, die machen 1 bis 4 Schaden einfach dazu. Die nehme ich auch einfach mit. So, denn die Frage ist, ob wir jetzt noch eine Zweihandwaffe direkt hier kaufen können. Bei Charlie. Was noch wichtig ist, zum Beispiel, unser Einhandschwert hat hier 18% Accuracy Rating, Increased Accuracy Rating, also Genauigkeit. Das haben nur Einhandschwerter. Was erzähle ich gerade falsch? Das zählt auch One Handed Sword. Global Critical. Ja, irgendwas ist da, irgendwas wollte ich gerade. Irgendwo gibt es jedenfalls einen Unterschied zwischen diesen und diesen Schwertern. Ich glaube, das sind eher so Stichwaffen und das sind so Hiebwaffen. Und die Stichwaffen haben halt mehr Global Critical. Die Zweihandwaffen haben auch Accuracy Rating. Und beispielsweise Zweihandknüppel haben Stunduration on Enemies. Also, die Anzahl, die Zeit, wie lange der Gegner gestunt ist. So, dann nehmen wir uns mal hier das Zweihandschwert mit. Das kostet eine Weisheitsschriftrolle uns. Kommt hier direkt rein und das kommt auch weg. Wird verkauft. Moment. Ja, genau, das wollte ich verkaufen. Aber das geht eigentlich einfach so, sondern da muss man über den, Sell-Items gehen. So. Wichtig ist noch, oder was heißt wichtig, informativ ist, das Inventar des Händlers ändert sich jedes Mal, wenn man ein Level aufsteigt. Wir sind nun Level 2 und jetzt kommt, das größte Ding von Path of Exile, nämlich der passive Skillbaum. Und der sieht erstmal nicht ganz so unerheblich aus. Aber wenn ich ein bisschen rauszoome und rumscrolle, sieht man, dass der deutlich größer ist, als man einfach angenommen hat. Und zwar ist es so, dass jeder Charakter irgendwo auf diesem Baum startet. Hier unten haben wir den Duelisten, den wir haben. Hier drüben ist der Ranger. Das ist der Marauder. Den Templar haben wir hier. Ich glaube, hier ist die Witch, die Hexe. Und hier müsste der Shadow sein, also der Dieb. Und in der Mitte die Scion. Also jeder startet hier irgendwie. Aber alles ist irgendwie miteinander verbunden. Also ich kann auch mit meinem Duelisten, wenn ich hier die Punkte einfach mal so verteile, blub, hier rüber, kann ich bis hier nach oben in diesen Baum kommen. Wobei der Baum so aufgeteilt ist, das sieht man gut am Scion, würde ich mal sagen. Da passt das ganz gut. Um das mal so zu sagen. Oder hier dran. Nee, ich glaube, hier sieht man das ganz gut dran, an diesen größeren Dingen. Ist das hier unten, also der untere rechte Teil, ist alles, oder fast, also ist primär das, was mit Dexterity zu tun hat. Hier drüben ist primär das, was mit Stärke zu tun hat. Und hier oben ist primär das, was alles mit Intelligenz zu tun hat. So, das habe ich. Allerdings gibt es auch immer wieder solche Sachen hier zwischendurch. 8 increased Maximum Life und 20% plus 20 Stärke hier oben im Energy-Baum. So, am Anfang kann ich jeden mal nur empfehlen, bevor ihr irgendwas skillt oder macht, schaut euch das einfach mal so ein bisschen an. Es gibt halt diese größeren Skills, die sind immer was Besonderes. Und ich zoome mal ein bisschen rein. Es gibt hier die ganz normalen kleinen Dinger. Die haben halt immer wohl beispielsweise plus 12 zum maximales Leben, 15 zu mehr Mili-Schaden und so weiter. Dann gibt es die etwas größeren, die haben ein bisschen mehr Sachen drauf. Die Plusse sind einfach nur immer Stärke oder Dexterity oder auch hier ist ein Intelligenzpunkt beispielsweise drin. Oder hier. Hier seht ihr waffenspezifisch für Äxte was. Hier gibt es zum Beispiel Endurance Charges, dazu komme ich hier in diesem Video nicht. Das ist ein spezielles System auch. Hier ist ein großes Wall Pact. Life Leech in Place Instantly, also Lebensabsaugen gibt es sofort. Und dafür kann man Lebensregeneration von Flaschen vergessen. Sollte man sich überlegen, ob man das nimmt. Ja, meistens immer einen positiven oder Nachteil. Positiven oder negativen Nachteil. Hier Mind Over Matter beispielsweise, wenn man getroffen wird, werden erstmal 30% von dem Schaden auf Mana verteilt. Das ist gar nicht mal so schlecht. So.
Hier gibt's mehr Schaden mit Schwertern und so weiter und so fort. Water Dancing, 100 Melee Weapons und so weiter und so weiter und so weiter. So, was wir machen wollen oder was ich machen will mit diesem Charakter ist ein Zweihandcharakter, der trotzdem relativ viel Rüstung hat und Leben hat. Also sowas hier brauchen wir beispielsweise nicht, weil wir werden kein Schild benutzen. Aber beispielsweise, wo haben wir es denn? Mal gucken. Das ist zum Beispiel interessant. Das ist auch interessant. Also das ist ein interessanter Note, weil 24% erhöhtes Ausweichen brauche ich wahrscheinlich nicht. Aber Evasion Rating und Armor ist etwas, was ich nehmen werde, da ich diesen Note hier wahrscheinlich nehmen werde, Iron Flexes, welcher uns Ausweichen in Rüstung umwandelt. So, ich schaue jetzt mal. Also wir werden eher so einen stärkebasierten Charakter machen und nicht Dexterity-basierten Charakter. Also wir nehmen unseren ersten Skillpunkt einfach mal hier. 12 Lebenspunkte mehr und 15% mehr Schaden im Nahkampf. Mini Physical. Wir haben hier 22,1 DPS. 13 bis 27. Ich mache nochmal Cancel gerade draus. So. Den da drauf. Merken. Punkte verteilt. Und jetzt haben wir 24,9. So. Und dann... Ich habe vergessen zu gucken, wann ich aufgenommen habe. Ein bisschen ärgerlich, aber ich werde euch mal noch ein bisschen was zeigen. Und dann schlagen wir uns einfach mal hier ein bisschen in die Wildnis. So, es lädt, es lädt, es lädt. Die Küste. So, eine nächste Karte. Und dann sind wir mit einem Zweihänder ausgerüstet und einem Circlet und einer Plattenrüstung. Hier fein unterwegs. So. Gibt es sonst noch was? Ach ja, ich wollte euch das Microtransaction-System. So, wie ihr sehen könnt, der Schaden ist schon deutlich höher geworden. So, ich werde jetzt nicht mehr jedes weiße Item mitnehmen. Das macht einfach keinen Sinn. Man findet eigentlich genügend Schriftrollen oder so. My spirit is spent. Um halt, also aus den meisten Items bekommt man nur Schriftrollenteile. Dann nehme ich, wie gesagt, lieber irgendwie blaue Items mit oder so. Sei denn, es gibt natürlich ein Item, was ich jetzt noch gerne noch anziehen möchte. Dann würde ich das natürlich mitnehmen. Denn am Anfang ist das mit den magischen Items doch sehr rar gesät. So, Fässer gibt es natürlich auch zum kaputt machen. Und hin und wieder liegt auch mal ein Stein rum, den man anklicken kann. So, das ist zum Beispiel ein Item, was ich mitnehme. Eisenhandschuhe, die zieht er auch direkt an. Kann man sogar am Charakter sehen. Und die geben uns ein bisschen Rüstung. So, hier haben wir unseren Charakter. Das kann ich euch nochmal zeigen. Der ist Stufe 2. Sieht man die Erfahrungspunkte, sieht man auch hier unten. Hier gibt es zu jedem Skill ein bisschen die, also den man anwenden kann. Beispielsweise die Offense-Werte und auch Defense-Werte, falls sich da was verändern sollte. Aber das bleibt uns natürlich gleich. Miss Kielanis ist zum Beispiel Rarity of Items Found und so ein Kram. Und was noch ist? Charges. Dazu wollte ich noch ein bisschen was erzählen. Und zwar gibt es drei Typen von Charges. Endurance. Das sind eher die roten Charges. Frenzy Charges sind die grünen, also Dexterity. Und Power Charges sind die blauen Intelligenz. Und was wollte ich sagen? Je nachdem, die Charges halten im Standard 10 Sekunden und man kann 3 davon haben. Da gibt es einen speziellen Skill dafür, den gibt es später erst. Und für jeden, was denn, wenn man so einen Charge auf sich drauf hat, das ist so eine Aufladung, dann bekommt man einen Bonus. Beispielsweise mit dem Endurance Charge bekommt man 4% Damage Reduction per Charge, also insgesamt bei 3 12%. Und auch noch Elemente Resistenz und so weiter und so fort. Das ist ganz nützlich. Später dann, gerade mit Frenzy Charges kann man mehr Schaden machen, mit dem Power Charges auch und so weiter und so fort. Da muss man dann einfach mal schauen, wie man das macht. So. Wie ihr seht, mit dem Zweihänder zerlegen wir jetzt hier die Monster relativ gut.
Oder relativ fix sogar. Und da sind wir so. Machst du einfach mal hier rein. Und da ist unser Skill aufgestiegen. So. Flup. Double Strike. Was ich auf jeden Fall machen werde, die Skills haben auch immer bestimmte Voraussetzungen. Jetzt der erste Level ist immer noch meistens kostenfrei. Habe ich jetzt den grünen Skill hier. Aber wenn die dann später aufsteigen, haben die höhere Anforderungen. Beispielsweise braucht dieser Skill dann auch Dexterity irgendwann. Und wenn man keine Dexterity hat, dann kann man diesen nicht einsetzen. So, wir schnetzeln uns mal hier ein bisschen durch. Beim Feuer soll man nicht stehen bleiben. Da sind wir in der Stufe aufgestanden. Ich habe gerade etwas mitgenommen, habe ich gesehen. Das weiß ich nicht so genau. Aber können wir gleich mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen Platz geschaffen haben. So. Ist alles hier so noch relativ easy mode, sag ich mal, auch wenn es hardcore ist. Aber es gibt kaum einen, der halt im ersten Level stirbt. So, da haben wir einen Eisenhut. Den nehme ich auch mal mit. Na, bist du wohl so. Und dann schauen wir mal, dass wir wieder an eine etwas ruhigere Stelle kommen. Hier, das sind Story-Punkte, die ich aber jetzt einfach auslassen werde, da es nicht um die Story dieses Spiels geht. In diesem kleinen Let's Show, sondern um das Spiel selber. Und ich laufe einfach mal hier die Küste lang, denn ich möchte nämlich gerne in den nächsten Level kommen. Das hat einen einfachen Grund, da gibt es nämlich einen Wegpunkt direkt am Anfang. Und dann kann ich mich zurück in die Stadt teleportieren und euch noch ein bisschen was erzählen. Und zwar wollte ich euch noch was zu dem Microtransaction-System erzählen, welches das Spiel hat. Wie ich schon sagte, es ist nicht Pay-to-Win, sondern Pay-to-Cosmetic so ungefähr. Oder Pay-to-Comfort oder sowas in der Richtung. Ist gerade wenig los in der Stadt. So. Wir haben hier also ein paar Eisenhelme eingesammelt. Den einen aus Versehen, den anderen mit Absicht. Behalte ich erstmal im Inventar. Hier gibt es den nächsten Skillpunkt. Kann man sich überlegen, was man machen will. Ich nehme, also ich will natürlich erstmal hier rüber zum Master of the Arena. Da gibt es mehr Stärke. Plus 2 Melee Weapon Range ist halt, damit wir haben einen größeren Radius, wo wir zuschlagen können. Und dann geht's dann hier drüben weiter. 200 Damage, 200 Weapon Attack Speed, 200 Weapon. Und dann muss ich selber erstmal gucken. Wahrscheinlich geht's hier zum Vigor runter, zum Endurance Charge. Dual Wielding lasse ich aus. Mal gucken, Riddle of Steel wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Mehr Rüstung. Mana Cost of Skills. Aber die Frage ist halt, ob ich da wirklich hier rüber gehe. Oder ob ich dann hier lang gehe. Kann auch mal gucken, ein bisschen. Was wir hier so Schönes haben. Das hier ist zum Beispiel Damage with Mathis. Braucht kein Mensch. Beziehungsweise braucht man doch irgendwie schon, aber. Wollen wir mal gucken, einfach. Was man dann so alles mitnehmen. Das würde ich zum Beispiel mitnehmen, Damage with Swords, da ich gleich gerne ein Schwert nehmen möchte. Das hier fällt dann wieder raus, weil das verhext ist und so weiter und so weiter. Muss man halt mal gucken, erstmal, wo man hin will, was man machen will. Und dann geht das auch schon. Das hier ist zum Beispiel ein riesiger Lebenspunktebaum. Ob man da lang will, ist natürlich immer die Frage. Zumindest bis dahin wäre toll, das ist auch nicht schlecht. Evasion Rating. Ist was, naja, was man zum Beispiel gut in Kombination mit den Iron Reflexes nehmen kann. Wenn man dann beispielsweise hier als Ranger startet, was ich gemacht habe mit meinem anderen Charakter, der ist gerade so mit den Punkten ungefähr hier, also von hier oben, über das hier, dann irgendwie hier so runter bis nach hier gekommen und wird jetzt über diesen Schwupp hier nach hier oben gehen, einfach um diese beiden Dinger mitzunehmen und das hier unten. So wie das hier. Da das ja ein Fernkampfcharakter ist. So. Aber wir verteilen erstmal den Punkt einfach hier rauf. Und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was zum Microtransaction-System. Erreichbar über M oder über diesen Button hier. Ich habe 100 Punkte, die gab es irgendwann mal. Ich weiß nicht mehr wofür. Und wie ihr sehen könnt, gibt es zum Beispiel so Haustiere, die man sich kaufen kann. Könnte ich mir jetzt hier so eine Demon-Hand kaufen, die halt hinter mir herkrabbelt.
Es gibt Account-Features, die ganz sinnvoll sind. Die werde ich auch irgendwann kaufen wahrscheinlich. Zum Beispiel extra Stash Tab. Ist gerade ein Sonderangebot, deswegen werde ich das heute wahrscheinlich auch machen. Zum Beispiel das lohnt sich gerade nicht zu kaufen. Weil 6 Tabs kosten 150. Und 5 Tabs kosten und 6 Tabs hier würden 120 nur kosten, aber normalerweise, weil das hier gerade im Ausverkauf ist, ist das normalerweise schon billiger. Dann, das ist halt jetzt hier Halloween-Kram, dann gibt's für Gilden-Kram, den man sich kaufen kann. Das ist relativ teuer mit 1000 Dollar, da kann man ein wenig Item designen. Daily Deal ist gerade das. Dann gibt's besondere Animationen, die tanzen für verschiedene Charakterklassen. Skill-Effekte, einfach nur Aussehen. Es ist wirklich nur Aussehen, beziehungsweise bei den Account-Features sind das Tabs, die ganz nett sind. Der Rest ist wirklich nur kosmetischer Natur. Also man kann dieses Spiel spielen, wirklich free-to-play, ohne irgendwie auch nur einen Cent dafür auszugeben. Aber wem das Spiel gefällt, der sollte halt schon mal, was weiß nicht, 5 Dollar oder was auch 5 Euro investieren. Einfach damit man halt, wie ihr sehen könnt, das ist schon relativ voll, für die Truhe mehr Kram bekommt. Und ja, was soll ich sagen? Ich werde mit diesem Charakter auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen. Und dann, wenn wir hier beim Endboss des ersten Akts angekommen sind, ein kleines bisschen was dazu erzählen. Oder vielleicht auch mal zwischendurch, ich weiß es noch nicht. Es wird auf jeden Fall kein Let's Play werden. Das ist mir in Anführungszeichen zu viel. Sprich, es würde einfach zu lange dauern, da irgendwie sinnvoll was zu machen. So, an dieser Stelle soll es das dann auch gewesen sein mit diesem kleinen Let's Show von Path of Exile. Über Steam erhältlich, Free-to-Play wie gesagt, schaut es euch einfach mal an, guckt mal rein. Wie immer, abonnieren, kommentieren, liken, sharen, was auch immer mit diesem Video. Würde mich freuen, wenn es ein paar Kommentare dazu gibt. Und dann sehen wir uns bestimmt nochmal bei Path of Exile wieder. Oder vielleicht auch bei einem anderen Video. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Und macht's gut, bis bald, tschüss.